Hallo und herzlich willkommen zurück bei Patron. So, wir spielen in der neueren Version von 9, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Naja, auf alle Fälle in der neuen Version. Ich glaube, Version 9 ist es. Die kam vorgestern oder so raus und da spielen wir jetzt. Wir sehen auch, wir haben einen anderen Cursor, den kann man wohl in den Optionen umstellen. Ich habe das zumindest gerade bemerkt. Ich habe ja schon mal gemeckert über... Aber ich muss ehrlich sein, der Cursor ist alles nur nicht genau. Also werden wir mit dem Hardware-Cursor weiterspielen. Das ist der weiße. Naja, offensichtlich ist es doch komplizierter, einen Cursor zu programmieren, als ich das in der letzten Folge noch dachte. Aber hey, okay. So ist es. Also, wir spielen weiter. Wir waren letztes Mal beim Großumbau. Wenn mich nicht alles täuscht, wir haben ganz groß Häuser umgebaut. Genau hier in Stein und voll isoliert und so haben wir gemacht. Und jetzt, glaube ich, gilt's... Oh, wir haben einen Wohnungsplan. Nein. Doch. Aber das ist nicht schlimm. Wir bauen einfach neue Häuser. Und ich habe mir gedacht, wir bauen einfach hier ein neues Haus hin. Dann hätten wir nämlich theoretisch... Lass mal gucken, hat er eigentlich das auch... Da ist es, genau. So. Wir haben ja hier genau den Bienenstock. Aber wir haben hier auch gesehen, okay, das funktioniert. Das heißt, wir werden da einfach ein neues Haus hinbauen. Warum auch nicht? Wir bauen einfach direkt das Steinhaus, ne? Oder? Was meint er? Ich würde sagen, einfach direkt hier Steinhaus. Dann schön gedreht hier Steinhaus. Das sind aber zwei eigentlich, ne? Jawohl. Genau, hier. Da sind das eigentlich zwei. Das heißt, wir rutschen hier einen nach hinten. Schieben den da rein. Schnappen uns die Straße. Wo ist hier die Straße? Hier, Steinstraße. Zack, gehen hier weiter. Und dann wird das so funktionieren. Wir haben hier, glaube ich... Wir haben hier eine weitere Schule. Exakt, wir können diese Schule isolieren. Wir isolieren diese Schule. Und wir werden expandieren auf 12 Plätze. Wie gesagt, ich bin der Meinung, das ist eins dieser wundervollen Spiele, wo man gelegentlich Leute ein bisschen doof halten muss, weil man sonst keine Bauarbeiter mehr hat. Aber dann soll das halt so sein. So. Wetter auch fantastisch. Aber wir haben hier einmal Kirsche, wir haben hier einmal Apfel, wir haben hier einmal Apfel und wir haben hier einmal Pflaume. Das funktioniert wohl offensichtlich hier mit den Äpfeln relativ gut. Ach, wir haben schon alle, okay, wir haben schon alles ausgeführt. Läuft hervorragend. Aber ich werde mal wieder die Bäume ausschalten, weil, hey, ach, mit Tee kann man das direkt, okay. Sehr schön. Ich habe mich jetzt mal nicht reingelesen, was da alles neu ist, aber es sind wohl ein Haufen Bugfixes. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Sieht gut aus, kann man machen. Hier ist eine Distille, hier ist wieder ein Lagerbestand. Wir sind schon wieder kurz vor Maximum. Wir werden mal wieder ein bisschen... Ja. So, was können wir hier? Handelsschiffe, Lieferzeit. Ja, komm. Können wir nicht. Tiefgang können wir auch nicht. Da müssen wir Hafen vorher erforschen. Okay, aber wir können mal hier. Und dann können wir sagen, hier Fisch, Maximum, Handeln, weg damit. Einfach nur, damit wieder ein bisschen was wegkommt. Forschung. Jawohl. Propaganda brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Körperlehrling brauchen wir auch noch nicht. Wobei, lasst uns mal gucken. Wir haben ja hier irgendwo, hier ist die Töpferwerkstatt. Nö, wir können hier nur Töpferware herstellen.
Bauholzwerkzeuge, ne? Haben wir eigentlich, ne? Können wir mal. So, wiederverwendbare. Passt, haben wir. Alles drin. Läuft. Die Leute sollten es wohl auch über die Märkte bekommen, wenn ich das richtig verstehe. Bin mir da leider nicht ganz sicher, aber hey, wir hoffen jetzt einfach mal, denn wir haben hier einen Markt und wir haben wo ist er denn? Ja, wie ist er denn? Und wir haben hier einen Markt. Hier haben wir leider noch nichts, aber ich gehe davon aus, das wird irgendwann kommen. Wir haben hier eine Jagdhütte. Diese Jagdhütte läuft seltsamerweise immer noch mit 128% Effizienz. Das ist, ja. Dann können wir hier. Aber da, es wird ja immer nur mehr. Es wird ja nur mehr. Wir wollten hier Forschung. Schafranch, mittelgroßer Teich. Tarif kommen wir. Erforschen das mal eben. Das kostet nur Geld. Das ist nicht so schlimm. Solange es nur Geld ist. Potenzial maximieren. Okay, Windmühlenproduktion in der Nähe eines Feldes. Das klingt gut, das sollten wir in Angriff nehmen. Ja, die sind da schon relativ fix dabei. Und hier wäre der Hafen. Den kriegen wir mit Distille 3. Dafür brauchen wir Ziegel. Wir haben Ziegel. Wir sollten vielleicht Distille 3 erforschen. Und wenn wir Distille 3 haben, dann. Halt, hier waren sie. Dann sollten wir vielleicht auf den Hafen gehen. Ja, ist ja jetzt nicht so, als würde das hier in die Millionen gehen oder so. Ich würde sagen, wir nehmen hier jetzt Distille 3. So. Ich weiß gar nicht, was kann man ermöglichen? Die Produktion von Wein aus Trauben in der Distille. Okay, wir haben noch, glaube ich, noch nicht mal Trauben. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir noch nicht mal Trauben. Aber wir werden uns da Mühe geben. So. Warten wir, bis das wieder durchgelaufen ist. Ich meine, das sind 10 Tage, dass es gleich passiert. Da sind wir dann auch gleich durch. Und dann hauen wir mal auf den Hafen drauf. Distille, beeile dich. Heute noch, was natürlich völliger Blödsinn ist, denn Wein wird nicht gebrannt, Wein wird gekeltert. Das funktioniert über Fermentierungsprozesse, da wird wie gesagt nicht gebrannt, also von daher. Ey. So, wir haben Kerzen, wir sollten vielleicht sollten wir mal hier, oder? Kerzen. Handle er. Hoppala. Drücke er nicht Escape wie in anderen Spielen. So. Aus, dann haben wir das. Dann können wir hier Wein. Wie gesagt, Wein wird nicht gebrannt. Das wäre, als würde man eine Distille machen und da dann Bier herstellen. Bier wird ja gebraut. Völliger. Vollkommen. So, Hafen erforschen. Sind wir schon dabei, den Hafen zu erforschen? Wir sind schon dabei, den Hafen zu erforschen. War mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich geklickt habe oder nicht. Was haben wir hier unten? Wir haben hier unten ein Getreidefeld mit Hafer. Ich wäre dafür, wir wollten, glaube ich, irgendwann wollten wir mal die Schweineranch angehen. Wenn mich nicht alles täuscht, vielleicht sollten wir das mal machen. Hier Ranch. Ranch und dann hier. Zack, schön runter. Nein, mache er hier, genau. Hallo? Ah, hier, zack, drauf. Tiere auswählen. Schweine. Da sind zwei Schweine. Wir. Ja, komm, da dann. Ruhe eher, dann hat wir halt jetzt da hinten die Blumenwiese doch noch einen eingestellt. Ist halt dann so, können wir nicht ändern. So, da wird sich jetzt auch um die Schweine gekümmert. Wir werden noch
2 kleine Tiere kaufen. Da ist die Forschung abgeschlossen. Wir können runter zum Hafen. 100 Ziegelsteine kostet der Spaß. Wie ich würde sagen, wir expandieren. Wir stopfen da noch einen rein. Vielleicht kommt das dann mal alles ein bisschen zackiger an. Weil wir haben ja jetzt auch ein bisschen was verforscht. Ja, das ist schon wahr, aber nicht so viel. So, wir brauchen hier auf alle Fälle noch einen Lehrer. Hervorragend. Wir hier eine Schule haben, aber natürlich keinen Lehrer. Hier ist die Schule. Wie viele passen da denn rein? 22. 12 von 22 Schülern. Also praktisch wie auf Vorratsraum gering. Ja, ich bin doch schon am Machen. Ich tue doch schon. Bitte, jetzt können wir auf den Hafen aufbauen. Warte noch, bis da was verkauft ist. Mach her, Hinne. Jetzt bauen wir auf den Hafen auf. Hervorragend. Dann können wir hier Schiffstiefgang. Oh, Handelsvolumen. Oh, das ist immer gut. Hier Tiefgang. Einfach nur, damit die... Und Gähne. Und da ist auch schon alles. Und dann hier Handelsvolumen. Stein, Eisen, Gold und Bauholz. Bauholz ist tatsächlich das, was am meisten wehtut. So, hier. Alles durchgeführt. Hierhin. Fische. Wie viele Fische? Alle Fische. So. Alle Fische. Hier, Zollhaus wollen wir nicht. Das kostet nur Geld. Was ist das? Mein Herr, in unserer Stadt ist ein Feuer ausgebrochen. Die Menschen rennen bereits zu dem Brunnen, um Wasser zu holen und zu retten, was sie können. Der Brunnenbau verringert die Gefahr, dass sich Feuer ausbreitet und groß Schaden anrichtet. Ich hoffe, wir haben genug getan. Nein, haben wir nicht, denn wir haben einen Brunnen. Ja, wenigstens jetzt nicht in einem... Ja, wir haben zwei Brunnen. Da ist ja noch einer. Die Menschen rennen zu dem Brunnen, heißt es. Ich sehe hier... Noch einen tatsächlich relativ fixe Arbeiten. Ist das nicht schön? Doch. Da wird aufgebaut. Da tut kein Mensch was. Die schleppen Holz vorbei. Ach, guck mal, man kann es mit. Man kann es mit Upgrade retten. Das ist ja gut. Vielleicht mehr Steinhäuser. Ich habe mir sagen lassen, so ein Steinhaus brennt ja auch für gewöhnlich doch deutlich schlechter als so ein Holzhaus. Stein, ISO, Stein, ISO, Stein, ISO. Stein, ISO, Stein, ISO, Stein, ISO, Stein, ISO. Das kostet zum Glück nur Material, also das dauert, kostet mindestens keine Zeit. Okay, das ist sehr positiv. Ja, fand das sehr schlimm beim, ich glaube zumindest, dass es Banish sehr ähnlich sein soll, also dass es auch gewollt ist. Ja, bin ich der festen Überzeugung. Und von daher muss ich ganz ehrlich sagen, ja, finde ich es eigentlich ganz gut, dass man sich dazu entschlossen hat, das so zu machen und nicht, dass man am besten in der Zeit des Ausbaus zu einem Steinhaus nochmal ein Holzhaus irgendwo hinsetzt, dass man am besten immer ein Haus irgendwie frei hat. Ja, das ist schon sehr luxuriös, sehr luxuriös. Hier, wie gesagt, das kostet zum Glück nicht viel. Das ist nicht irgendwie unendlich teuer. Ich glaube, wir haben alle Holzhäuser erwischt. Bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber ich denke, wir haben alle Holzhäuser erwischt. Haben jetzt nur noch dein. Oh, seht, wie schnell das geht. Das freut mich doch. Oh, Handelsgeschäfte, Ressource. Kriege ich hier Ressourcen, das da anzusehen. Okay. Ich
Frage Fisch. Für, was ist das? 1000 Stück verkaufen. Kauf oder Verkauf, bis die Zielmenge erreicht ist. Ich würde es mal sagen, warte, wir wollen eine Zielmenge von 10.000 und mache er. Kaufe er bis Ziel, nein, verkaufe er bis Zielmenge. So, wir haben eine Menge von 13.000 Stück. Wir können das nicht mehr isolieren, okay. Ah, man kann endlich. Das finde ich super. Das ist auch... Ja, komm. Nee, kann man das... Kann man das irgendwie hier auf... Ah, hier keine. Okay. Ja, bei Fisch finde ich das schon gut. So. Bei Fisch finde ich das schon gut. Kann man machen. Wir haben 49.000 Lebensmittel, ne? Ein Kopfsalat, bisschen Hafer, bisschen Weizen, bisschen Wurzel, bisschen Erdbeere. Ja, Hauptding ist Fisch. Eine Form von religiösem Ich sehe genauso, informier die Garnison. Nein, die Menschen sind frei, jeden religiösen Glauben, den sie wollen, zu praktizieren, solange sie keinen Schaden anrichten. Genau so sehe ich das. Soll jeder machen und glauben, was er will? Ja. Solange das, ne? Solange er keinem damit wehtut. Ja, kann man machen. Was? Hä? Hier, Kleidung. Verschnallt sie er, handeln. Zack. So, Forschung. Forschung. Forschung ist wichtig. Ja, das, ja. Oh, Öllampen, Ölmühle. Bin mir gerade irgendwie nicht so wirklich, ne, wenn ich ehrlich bin. Wenn wir hier Radzahl haben, wir schon. Gasthaus. Ne, wir müssen hier hinten noch ein bisschen. Wir müssen noch ein bisschen hin. Ich würde sagen, hier Sonnenblumenanbau, das schickt sich. Kann man machen. Da wird mal gut und groß geforscht. Warum auch nicht? Na, solange man das machen kann, ist das doch schön. Ah, hier, komm, komm mal. Schürfer, hau das mal durch, bitte. Danke. Sehr gut. Gibt es eigentlich hier noch irgendwas? Oh, hier, Schürfer können wir nochmal. Das war's schon. Ja, das war's leider schon. Hier nochmal. Würfel. Hier ist schon überall. Schade. Schade, schade, schade. So, Dala. Wie sieht's denn dann hier weiter aus? Wie sieht's eigentlich hier aus? Okay, haben wir schon Forschung abgeschlossen. Zack, geil, gleich neue Forschung. Ölmühle. Sonnenblumen werden gemahlen, gepresst und Ölmühle erhitzt, um Öl zu gewinnen. Eine Grundlage für verschiedene andere Produkte. Ja, mach mal. Hau mal rein. Dann können wir vielleicht irgendwo so eine Ölmühle mal bauen. Da laufen schon wieder Bären in der Nähe vom Stadtgebiet in der Gegend rum. Finde ich jetzt nicht so toll, aber hey, offensichtlich kann man das nicht, ne? Ja, komm, hier, isolier das doch bitte mal. Isolieren Sie doch bitte mal dieses Wachhaus. Dankeschön. Sorgt für Sicherheit in seinem Radius. Wir haben schon wieder Wohnungsmangel. Warum auch nicht? Die Frage ist hier, wir haben ja hier eine Destille. Ich würde diesen Brunnen gerne umstellen. Würde gerne tauschen. Können wir hier Produktion, Bau, Stadtgebäude. Da waren doch die Brunnen hier, Steinbrunnen. Steinbrunnen klingt doch geil. Zack, Steinbrunnen. Ich würde sagen, Steinbrunnen einmal hier hin und ich würde sagen, so nicht. So.
Und vielleicht Steinbrunnen einmal. Schaut mal, wir könnten den theoretisch bis dahinter stellen, beziehungsweise wir könnten den ans Ende dieser Straße, beziehungsweise hier, da sieht man ja, das ist ja alles, ne? So, hier. So, ja, das wollten wir nicht. Wir werden sofort, wo ist das? Verdammt, hier. Weg damit, reiße er das ab. Steinbrunnen. Gedreht hierhin, hier, hier, zack, dort, dahin. Dann ist hier ordentlich Steinbrunnen weg. Dann können wir diesen Steinbrunnen nehmen. Hier anwählen. Zack. Denn wir werden Produktionsgebäude. Hier oben war doch irgendwo die Distille. Da ist die Ölmühle. Da ist die Distille. Verdammte Axt. Genau ein zu breit. Cheat. Aber look at this. Wir können die hier unten hinstellen. Haha. So. Der ist nämlich genau ein breiter wie ein Haus, ne? Das ist er. So, aber wir bauen den mal. Wir bauen den mal dahin. Einfach, weil ich wissen möchte, was das bringt. Dann brauchen wir eine Ölmühle. Das sieht unglaublich scheiße aus. Warum ist da jetzt so ein... Hä? Was ist denn das jetzt bitte für ein... Ah, das ist okay. Ich verstehe, ja. Ja. Okay, wenn, ja, wenn das sein muss, dann muss das sein. Aber ich würde gerne gucken. Und zwar, wenn wir jetzt hier, hier. Hier. So. Haben wir das, dann haben wir das, dann bin ich natürlich versucht, diese Ölmühle irgendwo hier hinten hinzubauen. Muss ich leider gestehen, das werden wir, wenn hier einmal runter. Das sah jetzt auch gerade echt richtig voll scheiße aus und so, ne? Naja, ist halt vielleicht doch noch nicht so final, wie ich, ne? Geglaubt habe. So, hier und hier. Und da wäre theoretisch auch einer. Wir werden mal hier lang gehen, da. Und auch hier so. Genau. Wir haben dich da. Wir haben den falsch gebaut. Das kann's doch. Mein Gott. Wie doof kann ein Mensch? Offensichtlich sehr. Offensichtlich sehr. Wir brauchen hier den da. Hier. Nö, lass das mal bleiben. Dankeschön. So. Und dann hier. Genau. Dann würde ich sagen, werden wir gucken, ob wir. Ist da eine Straße dazwischen? So, hier ist keine Straße dazwischen. Wieso ist dann. Egal. Straße, Steinweg, danke. Hier nach unten. Hier nach unten. So. Bisschen arg doof jetzt da mit diesem... Naja. Wir werden das auch irgendwie hinbekommen. Aber ich würde sagen, wir nehmen mal... Ach, wir lassen das mit dem hier. Wir ziehen durch. Wir machen das. Ich würde sagen, ich würde gerne in die Richtung. Sag mal so. Ja. Hier bis hier hin. Dankeschön. Und vielleicht von hier einmal schön da nach oben. Okay, da ist, glaube ich, können wir da? Wir können da, das ist sehr gut. So, dann haben wir das hier. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir diese Mühle, wo ist sie denn? Hier ist diese Ölmühle. Wir werden diese Ölmühle hier hinstellen. Hier runter zu dieser Distille. So. Hier. So. Geht so nicht, ne? Nee, geht so nicht. Nee. Da haben wir noch. Ach Gott, was habe ich denn jetzt schon wieder verbrochen hier eigentlich? Nee.
Wir machen es mal so. Ja. Ich würde sagen, wir machen es mal so, wir stellen es mal so hin. Und dann gehen wir hier aufs Feld. Wo ist denn das Feld? Da ist das Feld, das Getreidefeld. Und hier aufs Getreidefeld schauen. Danke. Genau so, wie ich wollte. So hin. Und dann gucken wir mal, wie das da ausschaut. Ob das da wird oder ob nicht. Aber das sehen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Denn ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vergesst nicht zu bewerten. Bis dahin und ciao.